Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Matthias Nohr und ich haben beschlossen, wir haben heute genug gearbeitet. Ich stelle keine Fragen, Sie machen das. Bitte um Handzeichen. Und Laola 1 war als erstes. Nohr, erstmal Glückwunsch zum Spieler des Tages, zur Trophäe. Gegen Altach ein Schuss ins leere Tor, heute zweimal abgestaubt. Warum klappt das plötzlich mit den einfachen Toren? Das war ja in der Saison bis jetzt nicht immer ganz so, dass du die einfachen Tore verwandelt hast. Hast du da am Abschluss was geändert, am Training, oder was hast du gemacht? Ich glaube, ich bin sehr glücklich über meine Tore, noch glücklicher über die 3 Punkte. Und wie Sie angesprochen haben, hat es nicht immer so geklappt. Ist wichtig für einen jungen Spieler dran zu bleiben und Tag für Tag sich versuchen zu verbessern, immer alles zu geben. Und dann schlussendlich wird man belohnt. Und über das bin ich sehr glücklich. Sebastian Viehhauser. Nur der Trainer hat gestern bei der Pressekonferenz gemeint, es schlummert noch sehr viel Potenzial in dir. Du hast offensichtlich heute viel davon abgerufen. Wie viel mehr Potenzial ist trotzdem noch da? Zwei Champions League Toren. Ja, ich glaube, der Trainer hat es richtig angesprochen. Er pusht mich täglich. Das bin ich zuerst mal sehr froh. Ich glaube, ja, ich hatte es nicht immer so einfach, aber die letzten Wochen waren für mich sehr gut und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn eine ganze Mannschaft hinter mir steht, mich versucht zu pushen. Und ja, wie ich vorher schon angesprochen habe, ich versuche immer alles zu geben und Tag für Tag zu verbessern. Und ich bin noch sehr jung und ich glaube, ich habe überall noch Fähigkeiten zu verbessern. Und wegen dem trainiert man auch und versucht, sich mit dem Trainer auszutauschen. Und ja, ich versuche genauso weiterzufahren, jeden Tag alles zu geben. Und hoffentlich kommen noch mehr Tore. Bernhard Kastler. Eine Frage an den Trainer. Eine einfache Frage, die man zu Beginn stellen könnte. Das Fazit des Spiels. Wie haben Sie überhaupt diese 90 Minuten gesehen? Waren ja doch verschiedene Phasen. Interessant würde ich auch finden, vor allem die nach dem Gegentor, bis dann wieder diese Chancen auch kamen, wo dann Salzburg eben die 2 Tore irgendwo auch erzwungen hat. Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Ich glaube, dass es ein sehr temporeiches Spiel war. Wir haben fast über 90 Minuten unsere Art und Weise von Fußball auf den Platz gebracht. Das war, glaube ich, auch dann in der Höhe ein verdienter Sieg. Und ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wie sie das einfach gemacht haben. Vor allem auch diese reife Leistung, gerade nach diesem Ausgleichstor, dann nicht zurückzustecken, sondern eher sogar nochmal in der zweiten Halbzeit gefühlt nochmal ein paar PS mehr auf die Straße zu bringen. Das war einfach ein richtig geiler Champions League-Abend. Hubert Giegler. Mit Mikrofon, bitte. Ja. Was bedeutet denn jetzt dieser Sieg einerseits für die Mannschaft und andererseits auch für den weiteren Verlauf in dieser Gruppe? Für die Mannschaft soll das grundsätzlich mal viel, viel Selbstvertrauen geben, so ein Sieg. Ja. Dass man sieht, wenn man unsere Spielidee einfach auch teilweise richtig im Detail auf den Platz bringt, richtig gut auf den Platz bringt, dass es dann auch belohnt wird. International belohnt wird. Ich glaube, da hat Salzburg in der Vergangenheit immer wieder auch mal Pech gehabt. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir die Champions League-Spiele genießen können, weil auch die Ergebnisse stimmen. Weitere Fragen? Ja, wir haben uns schon vor der Champions League-Saison einfach darüber definiert, dass wir gesagt haben, wir wollen unseren Fußball zeigen, international. Wir haben schon zu Beginn gesagt, dass wir uns weniger über die Tabelle definieren oder irgendwelche Rechenspiele anstellen. Und damit fahren wir ganz gut. Aktuell schaut es richtig gut aus, weil wir einfach die Art und Weise von Fußball nahezu, ich hätte schon gesagt, perfekt auf den Platz bringen. Aber heute waren wir schon nah an den 100%, wie ich es mir vorstelle. Sebastian Viehhauser. Matthias, nach dem Gegentor, also das 1:1, ist doch Wolfsburg ziemlich stark aufgekommen, ohne dass sie wirklich Chancen herausgearbeitet haben, aber immer gefährlich gewesen, gerade auch durch die Standards. Was hast du zur Halbzeit zur Mannschaft gesagt? Deswegen spielen wir Champions League. Also es wäre sicherlich
ja, einfach nicht möglich, so ein Spiel über 90 Minuten komplett zu dominieren, weil einfach ein Gegner dabei ist, der auch zu Recht in der Champions League ist. So war es mit Wolfsburg heute auch. Es ist einfach eine Mannschaft mit einer absoluten Top-Qualität. Und wir haben in der Halbzeit ein paar Sachen nochmal justiert, was wir machen im Anlaufen, wie wir auch mit Ball nochmal ein Muster spielen wollen. Das ist der übliche Ablauf bei uns in der Halbzeit, dass wir einfach den Jungs Dinge an die Hand mitgeben, wie sie es hoffentlich in der zweiten Halbzeit besser machen können. Und heute hat es richtig gut funktioniert. Herbert Puhmann, erste Reihe. Moment, du brauchst noch eine dritte Hand, Herbert, mit dem Mikro. Chinesische Nationalzirkus. Ja, dann machen wir das so, das kann ich mir merken. Herr Jeißle, wie haben Sie auf den Noah eingewirkt jetzt in all den Wochen? Er hat ja wirklich viele Chancen erarbeitet, war immer fleißig, war immer ein Unruheherd für die gegnerische Abwehr. Jetzt hat er sich innerhalb von zwei Spielen belohnt, drei Tore, mutiert auf einmal zum Torschützen vom Dienst. Haben Sie mit ihm da Gespräche geführt? Wie haben Sie ihn ermutigt? Wie haben Sie auf ihn eingewirkt? Das müsste am besten selber sagen, aber ich habe schon versucht, so wie ich es mit auch allen anderen Spielern mache, immer wieder in den Austausch zu gehen, in einen direkten Austausch. Ich glaube, das Feedback war immer ganz offen und transparent. Wenn er was gut gemacht hat, hat er das als Feedback bekommen, aber wenn er was weniger gut gemacht hat, habe ich ihm das genauso gesagt. Und jetzt ist es nicht nur in den letzten zwei Spielen der Fall, sondern jetzt über Wochen, dass einfach der Weg richtig gut ist. Er belohnt sich für wirklich eine harte Arbeit, die er macht. Er ist sehr fleißig, er ist sehr bescheiden und wissbegierig. Und das sind immer Grundtugenden, was für eine gute Entwicklung sprechen. Die DPA, Herr Esser, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, vielen Dank. Auch eine Frage an Herrn Jeißle. Neben Noah Okafor hat Karim Adeyemi auch, finde ich, sehr auffällig gespielt heute. Wie haben Sie ihn gesehen und war er gegen eine deutsche Mannschaft, also gegen eine Mannschaft aus Ihrem Heimatland, aus seinem Heimatland, besonders motiviert? Ob er jetzt besonders motiviert war gegen Wolfsburg, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass er immer motiviert ist, auch wenn es in der Liga weitergeht am Sonntag. Aber er hat sicherlich seine Sache wieder sehr gut gemacht, wie die gesamte Mannschaft. Also könnte man jetzt alle Spieler durchgehen, alle, die von Beginn an dran waren, aber auch hervorzuheben, die Jungs, die dann reinkamen. Ich finde das immer klasse. Wir haben aktuell 6 Verletzte. Und egal, wen ich dann bringe oder wen das Trainerteam dann reinwirft, der funktioniert. Ja, heute wieder zum Schluss dann die 18-jährigen Buschen. Das ist einfach gerade eine richtig coole Geschichte und macht jede Menge Spaß. Bernhard Kastler. Ich möchte die Frage nochmal aufgreifen, die kann man ja eben auch Noah stellen. Vielleicht kannst du deine Zeit ein bisschen in Salzburg schildern, war nicht immer einfach für dich. Ist der Trainer jetzt der große Unterschied? Hat der dich nur mal gehievt quasi auf ein neues Niveau? Ich glaube, ja, hat es nicht immer einfach. Wie ihr alle wisst, ich bin mit einem gewissen Druck auch hergekommen. Vielleicht habe ich mir ein bisschen einen Selbstdruck eingelegt. Hatte nicht immer das Glück, war immer ein bisschen angeschlagen, hatte ein bisschen Muskel. Adduktorenprobleme. Und ich glaube, ja, auch jetzt mit der Trainerwechslung war es natürlich auch sehr gut für mich, wie er schon gesagt hat, immer im Austausch, sei es negativ und positiv. Und ich denke, als ein junger Spieler braucht man das, auch mal zum Wissen, wo man steht. Und wie schon in den letzten Wochen, wenn man fit ist, ist mal zuerst die Gesundheit das Wichtigste. Und wenn man dann versucht, alles zu geben, mit Freude versucht zu spielen, mit der ganzen Mannschaft es gut hat, wird man schlussendlich auch belohnt, wie ihr gesehen habt. Und über das bin ich sehr glücklich. Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass der Noah ja in der Bundesliga auch schon 4 Tore und 9 Assists hat. Also es ist der Weg, ist das Ziel. Alexander Andonov. Nur eine Frage an dich. Vor der Saison hat man nicht so gewusst, wo die Mannschaft steht in puncto Champions League. Die Gruppe war ja ein bisschen so eine Wundertüte. Salzburg hat sie immer so als Underdog gehalten. Jetzt scheint es soweit zu sein, dass der Aufstieg, der erstmalige Aufstieg ins Achtelfinale greifbar ist. Was ist möglich? Was besprecht sie so in der Mannschaft? Ich glaube, wir hatten auch letztes Jahr eine gute Champions League gespielt. Und wir wissen, dass wir international mitheben können. Und wir versuchen, Spiel für Spiel zu nehmen. Das war mal unser erstes Ziel. Unser Spiel, uns nicht zurückhalten, unser Spiel versuchen durchzuziehen. Mutig sein,
mit und auch gegen den Ball. Und jetzt sehen wir, die Ausgangslage ist sehr gut mit 7 Punkten. Stehen wir auf dem 1. Platz. Und jetzt kommen noch 3 wichtige Spiele in der Champions League. Und da müssen wir genau so Spiel für Spiel nehmen. Mutig spielen wie bisher. Alles zu geben, jeder für jeder zu gehen, zu kämpfen. Und dann sehe ich große Chancen fürs Weiterkommen. Valentin Snowe, elegant im Grün. Herr Trainer, 7 Punkte, Noah hat es angesprochen. Man hat jetzt mehr oder weniger 3 Matchspiele. Mit 10 Punkten ist man arithmetisch fast schon durch. Jetzt muss man wahrscheinlich klar sagen, wenn der Aufstieg nicht glücken würde, wäre das eine Enttäuschung oder doch nicht? Oh, Mathe war echt ein schlechtes Fach bei mir in der Schule. Deswegen kann ich es jetzt gar nicht bestätigen, ob man dann schon wirklich durch ist. Ja, wir gehen das tatsächlich nach wie vor, auch wenn Sie es vielleicht nicht hören wollen, in aller Bescheidenheit an. Wir gehen das nächste Spiel in Wolfsburg wieder so an, dass wir halt mutig und frech auf den Platz gehen wollen. Und wenn es dann so ausgeht wie heute, nehmen wir es natürlich gerne mit, ja, und sind dann stolz drauf. Aber an irgendwelchen Rechenspielen beteiligen wir uns aktuell nicht. Bernhard Kastler. Versuch's heute auch noch mal, Herr Jeißler, können Sie das irgendwie beschreiben? Was macht es aus, dass diese so junge Mannschaft, und wir hatten schon einige sehr junge Mannschaften in Salzburg hier, aber dass sie eben diese Reife hat, was ist es dann doch vielleicht auch besser, höhere Qualität gegenüber früheren Mannschaften? Wie würden Sie das beschreiben? Jetzt ist Halbzeit der Gruppenphase, man ist ja doch deutlich Tabellenführer. Ich glaube, eine Tugend, die die Mannschaft aktuell auszeichnet, ist so die Wissbegier. Wir haben uns vorgenommen, dass wir ja aus jeder Situation, aus jeder Halbzeit und aus jedem Spiel bestmöglich lernen wollen hier in der Champions League. Und das machen wir halt aktuell extrem schnell und extrem effektiv. Und deswegen könnte das so ein Schlüssel sein für eine reife Leistung. Alexander Noff. Frage an den Trainer. Letztes Mal hat es einen freiwilligen Tag gegeben nach dem Sieg gegen Lille. Was gibt es diesmal als Belohnung? Gibt es vielleicht Pizza und Bier, so wie bei Jesse Marsch? Ich weiß nicht, was die Jungs jetzt trinken und essen, aber morgen ist kein freiwilliger, freier Tag, sondern es ist ein freier Tag, ohnehin eingeplant, im Hinblick dann auch auf Sonntag. Da steht ja schon das nächste Topspiel an in der Liga, worauf wir uns bestmöglich vorbereiten. Aber morgen ist erstmal frei und Sie dürfen heute auch den Abend genießen. Christoph Nister, erste Reihe. Herr Jeißler, Sie haben eingangs erwähnt, dass das nah an den 100% dran war. Kann man sagen, es war die beste Leistung, seitdem Sie Trainer sind bei Salzburg? Und was, abgesehen natürlich vom augenscheinlichen Gegentor, kann man noch verbessern? Ja, tut mir dann immer schwer mit Vergleichen mit anderen Spielen. Ich glaube, wir haben schon in der Saison das ein oder andere Topspiel abgeliefert. Heute war es gegen eine richtig starke Mannschaft aus der deutschen Bundesliga einfach notwendig, dass wir nahe ans Leistungsoptimum kommen. Und das haben die Jungs richtig gut gemacht. Und da bin ich ja wirklich extrem stolz. Das ist nicht selbstverständlich. Ich sag's gerne immer wieder, mit so einer jungen Mannschaft dann auch in dieser Konstanz unterwegs zu sein, schon beeindruckend aktuell. Philipp Kirchtag, eins dahinter. Noah, nach deinem zweiten Treffer bist du beim Jubel etwas gehumpelt. Ist da was passiert oder kannst du dazu schon was sagen? Nein, ich wollte mich freuen und da habe ich halt die Waden ein bisschen zugemacht. Aber alles halb so schlimm, geht schon wieder. Gibt es noch eine letzte Frage? Wenn nicht, dann sagen wir bitte. Eine allgemeine Frage. Allgemein in dieser Gruppe wollte ich noch fragen, wie ist denn, nachdem jetzt schon einige Spiele, jetzt spielt gerade noch Sevilla gegen Lille, wie ist denn das Kräfteverhältnis in dieser Gruppe jetzt allgemein einzuschätzen, aus eurer Sicht jetzt? Wo steht Salzburg in dieser Reihe mit Sevilla, Lille und Wolfsburg? Jetzt hat man alle Gegner bespielt. Wie sieht es aus der Sicht des Trainers aus? Ich glaube, dass man das gar nicht so einfach einordnen kann. Das ist in jedem Spieltag, es geht wieder von Neuem los und da werden ja die Spiele entschieden. Die stehen teilweise auf Messerschneide. Das ist immer ein enger Kampf, das hat man auch heute wieder gesehen, da entscheiden Details. Ja, wir haben es richtig gut gemacht heute im Detail, aber das ist wirklich schwer einzuordnen, weil die Gruppe sehr ausgeglichen ist und da kann in den nächsten 3 Spieltagen noch alles passieren.
Danke an den Man of the Match. Danke, Matthias Jeißler. Danke euch fürs Dabeisein und einen schönen Champions League-Abend noch. Dankeschön. Wiederschauen. Schönen Abend noch. Ciao.